fragt euch sicher bestimmt eine Sache. Was zum Teufel war ich in der Blumenwelt? Naja, wahre Story. Ich hatte das schon mal aufgenommen, war eigentlich fast fertig. Ich war, sagen, kurz vorm Castle. Und stellte dann unermüdlich fest, oh scheiße, er hat die ganze Zeit die Auto City aufgenommen und gar nicht das Game. Warum immer, obwohl ich das Game einmal auf dem Bild hatte. Keine Ahnung, warum OBS irgendwann auf einmal angefangen hat, wieder oben hin und her zu schalten. Und ja, meine Aufnahme ist flöten gegangen, ich habe Zeit meines Lebens verschwendet und alles drum und dran. Und ja, deswegen müssen wir das Ganze jetzt wieder korrigieren und deswegen nehme ich das einfach jetzt nochmal auf. Scheißegal und ja, legen wir los mit Blume 1. Natürlich ist das Ganze nicht mehr blind für mich, weil ich habe es ja eigentlich schon gespielt, aber nur bis zum Castle hin. Also das Castle kenne ich doch gar nicht, da werde ich doch komplett blind haben. Das war, ey! Das hier habe ich eigentlich umbringen müssen eigentlich in dem Moment, aber... Verrat jetzt bitte keinem, das wäre so peinlich für mich. Ach, ist mir egal, ob der mich jetzt trifft oder nicht, weil... Ich kann gerne alles Mögliche treffen. Und ja, wir müssen jetzt hier rein, das weiß ich. Denn da kommen wir ja zu einem Bonusraum, also kein... Ja, Moment. Ich will mir ein bisschen Power holen, weil ich habe das Gefühl, ich bin kurz zum Sterben. Oh mein Gott. Naja, mehr ist ja auch gar nicht zu holen. Das ist einfach nur Bonus. Es ist nichts weiter als reiner Bonus. So, die zweite Coin, ich will auch noch ganz flott, aber vorher bringe ich den mal um. So, soll ich jetzt kurz warten? Oh mein Gott, ich habe die Coin. Die dritte kommt. Wollen wir es auch noch gleich? Die kommt gleich. So, ist Blattkopf gerade gelegen? Das brauche ich nämlich zwar eigentlich nicht, aber. Denn es ist nämlich genau hier. Und. Oh. So, wir werden natürlich auch bei der Secret Exit natürlich auch machen, weil ich weiß ja, wo die Exits jetzt sind. Das ist mein Vorteil. Deswegen können wir jetzt einfach das einfach holen. Ich weiß, das ist jetzt richtig scheiße. Damit wären die Aufnahmen komplett für uns, weil ich ja jetzt genau weiß, wo alles ist. Aber es war ja nicht meine Schuld, dass die Aufnahme nicht richtig funktioniert. OBS war schuld. Beschwer dich dabei bei dem Programm, ne? Oh, jetzt schiebt er die Schuld aufs Programm, Alter. Was für ein ehrenloser Mensch ist er denn? Ja, heute bin ich mal ehrenlos. Danke. Könnt ihr auch gerne so in die Kommentare schreiben. Vielleicht war ich auch ähnlich auf die Blacklist setzen, wer weiß. So. Den ersten Exit haben wir, holen schon den zweiten Exit. So, dann gehen wir zum normalen Exit, auch wenn das nicht weit weg ist im Sinne, ja. Der ist ja nicht so nicht weit weg, wir sind ja schon fast beim normalen Ziel angekommen. Hier, hier ist es sogar schon. So, normales Ziel erreicht, damit haben wir schon mal die erste Zone abgeschlossen. Und dann gehen wir auch gleich zum nächsten Level und das wird jetzt ein... Ja, Geisterhaus. Kann man ja eigentlich auch schon sehen. Das war aber auch als nächstes, weil Geisterhäuser cool sind und so. Und das Geisterhaus hat auch einen Secret Exit, den wir uns auch als erstes holen werden. Dann wollen wir mal. Genau. Wir sind ja ausgestattet mit allem, was ich brauche. Von daher passt es ja eigentlich schon so. Beweg dich weg, du Hund. Falsche Richtung. Nein! Oh mein Gott. Schnell. Wupp. Genau. Und weiter. Komm her, du kleiner Hässlicher. Oh mein Gott. Jetzt hat er Mützen. Und ja, die Coin kriegen wir jetzt auch gleich. Indem ich das genau mache. So. Und jetzt einmal runter mit uns. Und wir bleiben auch rechts. Ist ja auch der Plan, weil... Jetzt kommt hier der Secret Exit, der gleich rechts versteckt ist. Ja, ich kenne jetzt alles, das ist ein Problem. Deswegen kann ich jetzt einfach hier durchrushen wie im Wahnsinniger. Oh, das war knapp, das war knapp, das war knapp. So, normales Exit, Secret Exit erreicht. Ich glaube, das war, glaube ich, der letzte Secret Exit, dieses... Ich glaube, es kommt da nicht noch ein Secret Exit, war nicht doch bei der 3 einer gewesen? Ne, das war das letzte Secret Exit hier in dieser Zone. Na dann, gehen wir schnell den normalen Exit holen. Wir brauchen jetzt auch keine Transformation mehr, weil wir können auch ohne Transformation das Ganze bestehen. So viel erwartet uns ja auch nicht mehr. Genau. Jetzt gehen wir da reinschwimmen. Oh, hallo Goomba, wie geht's? Jetzt kommt nur der Vollidiot und der wird uns jetzt wirklich die Hölle heiß machen.
Und es ist gut, dass der uns jetzt auch richtig folgt, weil ich kenne die Route. Kurz erwarten. Wow. Okay. Ah, scheiße, der hat mich erwischt. So, jetzt kommt der rund. Genau, jetzt muss ich genau achten. Ich muss da reinschwimmen. Oh Gott. Ah! Lass mich durch die Tür. Lass mich durch die Tür. Lass mich durch diese verdammte Tür. Ja, jedes Mal ist das so ein absoluter Abfuck hier. So, komm her. Okay, wir haben das Blatt. Und damit können wir uns jetzt hier sicher retten und sind damit weiter wieder. So. Damit haben wir auch das Geisterhaus abgeschlossen. Läuft doch hier. Na gut, ich weiß ja, wo alles ist. Das ist mein scheiß Problem. Dann können wir jetzt einfach rushen, was das Zeug hält. Nächstes Mal mit Blind. Bis zum Castle natürlich. Der Castle ist komplett blind für mich. Jetzt kommt der Teil. Das wird lustig. Naja, wartet uns ja auch nicht viel. Also, hier müssen wir uns ja auch nicht groß anstrengen. So, jetzt kommen erstmal die ganzen Gegner von oben. Da kommen Gegner vom Himmel. Ah, hier ist ein Stern. Das wusste ich jetzt nicht. Ich wusste, dass da ein Stern ist, aber dass da auch einer ist. Oh ja, komm. Ich wusste echt das eigentlich sehr, aber... Oh mein Gott. Ah, das war blöd. Sind wir ja richtig? Ich glaube, ich habe den Coin verpasst. Ich glaube, ich habe echte Säufe den Coin verpasst. Weil ich glaube, dass ich den Coin verpasst habe. Hä? Was hätte ich für Mistviecher? Na bitte. Ah, ich habe noch nichts verpasst. Ich hätte schon gedacht, ich habe was verpasst, Alter. Genau. Jetzt rutschen wir kurz runter und kommen jetzt hier raus. Oh, jetzt kommt der Teil. Das wird lustig. Ich glaube, hier muss man sich auch nicht viel anstrengen. Man muss da oben bleiben. Ah, stimmt. Der war ja bei den Spikes gewesen. Und einmal drauf gehen, bitte. Oh mein Gott, ja, die sterben übrigens. Okay. Der ist übrigens eine Verteidigung für uns hier. Aber mehr auch nicht. Jetzt müssen wir nur warten. Okay, der hat den F umgebracht. Was für ein nobler. Ach, geil. Ja, man kann übrigens jetzt hier richtig Kombos machen und. Ah, ich glaube, wir kriegen gleich noch einen ab, wenn er noch einen umbringt. Ich muss jetzt zusehen, dass wir erstmal das bekommen. So, wir haben es geschafft. Wir sind fertig. Boah. Ich sag doch. Ich weiß, wo alles ist. Das ist mein Problem. Na gut, hier war ich jetzt mit Unsicherheit rangegangen, aber am Ende wusste ich sowieso. Und der führt uns jetzt übrigens hier zum Goal. Ich würde sagen, wir gehen einfach rüber. Warum sollen wir uns hier anstrengen? So, darf ich vorstellen. Ja. Damit haben wir auch das fertig. Ui. Das läuft doch wie am Schnürchen hier. Wir machen jetzt. Ich glaube, das habe ich auch schon gemacht. Da mache ich das jetzt erstmal flott. Blume B. Let's go. Dann wollen wir mal. Und ich glaube, das Level bis so umbringt. Wieder safe. Safe call. Ich sah schon beim letzten Mal ein Abfuck. Alter, der hat mich am letzten Mal umgebracht fast. Komm ich jetzt hier, Vollidiot. Danke. Genau. Coin 1 habe ich.
Okay, haben wir auch. So, ich muss an die Wolke ran. So, und jetzt einmal rüber mit uns. Damit wir rein können in das Secret. So, und das Secret ist übrigens sehr interessant. Man muss hier damit hoch. Und okay, haben wir auch. Aber wir haben ordentlich Coins verdient hier. So läuft's doch hier. Für den letzten brauchen wir wieder hier den Vollidioten, das weiß ich genau. Hallo! Danke. Oh mein Gott. Aha, wir müssen einfach nur durchziehen. Zieh durch, Mann! Perfekt. So läuft's auch. Ja. Was? Hier bekommen ein Haus oder? Ein Regenbogen. What does it mean? Ich habe keine Ahnung. Hä? Was bedeutet der Regenbogen, Alter? Ich weiß es nicht. Probieren wir da mal aus, wenn wir da mal Zeit haben. Aber ich würde mal sagen, ja, machen wir erstmal das Level, oder? Ja, das denke ich mal ist die beste Idee. Aber ich bin gut in der Zeit, Alter. Oh nein! Der Hurensohn ist auch noch da. Ich war eine Blume. Der macht mir so viel Angst. Der wird mir die meiste Angst machen hier bei dem. Nein! Oh nein, ist nicht das Level? Was glaube ich, ob mich hier komplett weggetriggert hat? Ja, das war das Level, ob mich weggetriggert hat. Oh nein, der Verlierer ist auch wieder da. Oh mein Gott. Genau, jetzt kommen die Gifträder. Haben wir auch noch nicht oft genug gehabt. Oh mein Gott. Oh ja, jetzt kommt das Ding. Das müssen wir komplett durchziehen. Ah, verdammt. Ah. Oh! Und so, den töte ich jetzt sowas von hart. Oder auch nicht. Hat sowas von nichts gebracht. Ich bring den jetzt um. Meine Fresse! Wow! Wow! Oh! Mann, ich hasse das. Ah, ich habe das auch schon bei der folgenden Aufnahme gehasst, aber oh, ich bin jetzt ohne, ich habe wirklich ohne Blablichter durchgeguckt. What the? Heiliger Mistscheiße, was ist das für ein Abfuck, Alter? Na gut, jetzt kommt der nächste Abfuck. Diese Zone werde ich safe hassen. So, fangen wir erstmal an. Oh mein Gott. Wow. Hä? Wie hast du mich getroffen? Danke. Oh mein Gott. Goombas on Tour. Was ein Tour, Alter. Jetzt kommt das, was ich keinen Bock habe. Auf diesen Mistviechern zu springen. Er denkt, das war nur einmal, der hört sich. Das war nämlich noch ein zweites Mal. Und das zweite Mal ist scheiße. Weil jetzt habe ich ein richtiger Balancierakt ist, aber. Ey, ich treffe das Ding nicht. Was zum Fick? Genau. Rein in die Röhre.
Genau. Jetzt hier in die Röhre. Genau. Und jetzt kommt's. Darauf habe ich keinen Bock. Es musst aber auch mit Mini machen. Ansonsten schaffst du es nicht. Und jetzt muss ich nur noch rausbalancieren. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, ich jedes Mal ist es so ein Abfuck mit der Zone. Oh, ich hasse das. Das glaubt ihr mir nicht. Ich hasse dieses Level. Ich bin froh, wenn wir das jetzt hier hinter uns gebracht haben. Weil dann haben wir übrigens auch alle Level abgeschlossen, die diese Zone zu... Oh mein Gott. Ne, weißt du was, ich bin nicht so geistesgestört, dass ich das drauf anlege. Wir gehen jetzt direkt ins Ziel. Wir beenden die Scheiße hier. Und gehen jetzt zum Castle. Das Castle, was ich im Übrigen noch nie gesehen habe. Das heißt, das ist blind für mich. Und wird für mich garantiert die größte Überraschung werden. Also dann... Feuer! Oh nein. Was wird das jetzt hier? Aber jetzt vielleicht ist... Der... Das sind solche Sprung... Okay. Die kommt damit hier auf die Map. Ah, verdammt. Mit Bonbons arbeiten. Oh, komm. Und jetzt? Ich krieg den hier reingeworfen. Was zum Fick? Danke. Jetzt sind wir fertig hier. Wir können weiter. Und rüber. Oh mein Gott. Ich will mal probieren. Nee, hier kann man nicht rein. Schade. Hätte ja sein können. Man muss ja alles testen hier. Okay, da sind wir schon mal hier drüber. Moment, hier kann man rein. Oder? Kann man irgendwo rein oder was? Das würde man dann nie anbieten, wenn das nicht gehen würde. Die Frage ist nur, gibt es hier ein Secret, was ich noch nicht gesehen habe? Da kommt man ja gar nicht hin. Das, die Röhre ist tot. Ja, ist auch safe tot. Ey, die Röhre sind alle tot. Aber warum ist da eine Röhre? Das wundert mich. Sie ist nicht begehbar. Das bedeutet, hier ist doch irgendwas faul. Die Frage ist doch, was ist hier faul? Nein! Ich muss da rein. Das würde niemand anbieten. Ah, fuck it. Oh Gott. So, kurz Blatt aktivieren, weil ich bin unsicher. Ich werde sterben. Oh nein. Wer Bälle sieht, weiß genau, was auf ihn zukommt. Die sind zwar nicht tödlich, aber... Oh mein Gott. Danke. Oh mein Gott. Oh, fuck. Oh nein.
Ich nehme das mal an. Okay. Und raus hier. Okay, gut, wir haben das geschafft. Jetzt müssen wir nur noch zum Boss. Und der erwartet uns genau hier. So, ein Item hier? Komm schon. Hätte mich gewundert, wenn es hier kein Eis gegeben hätte. So. Dann würde ich mal sagen, gehen wir rein. Ins Verderben. Ich will nicht wissen, was jetzt kommt. Und mit Schalter auch noch. Nein! Das war blöd. Oh Gott. Ich werde sie umschalten. Er wird ganz klar da wieder rauskommen. Safe. Und ich werde ihn da genau da in dem Moment erwischen und niederstrecken. So. Safe erledigt. Gib mir den Schlüssel. Danke. Damit haben wir, ja, die Zone auch abgeschlossen. Sozusagen. Doch was bringt uns jetzt der Regenbogen? Das ist die Frage. Ich habe keine Ahnung, was der Regenbogen uns jetzt bringt. Haben wir den immer noch da, oder ist er doch... Ja, ist auch da. Doch was bringt der Regenbogen? Ich habe keine Ahnung. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal die Welt 6 anfangen. Also aber dann im nächsten Mal. Von daher, ihr könnt schon mal Kommentare da lassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und natürlich, Emerald Control.